Feindsender zu hören, stand vor 20 Jahren unter höchster Strafe. Diese Zeit ist zwar vorüber. Trotzdem, man kann sich auch heute noch strafbar machen. Wer zum Radio fasst, muss aufpassen, nicht einen der vielen Funkdienste zu erwischen, die nicht für jedermanns Ohren bestimmt sind. Polizeifunk zum Beispiel, der hier in einer Funkzentrale zusammenläuft und hin und wieder in herkömmlichen Radiogeräten zu hören ist. 789. Während Sie hören dürfen, was Ihr Kollege in der Polizeifunkzentrale zu sagen hat, macht sich jeder andere, der das Gleiche tut, strafbar. Tabu sind gleichfalls Flugsicherungsfunk, Funkdienst des Deutschen Roten Kreuzes und andere. Erst kürzlich wurde in Oberhessen ein Mann verurteilt, weil er den Gesprächen dieser uniformierten Beamten am heimischen Radiogerät gelauscht hatte. Mosel 2, können Sie mich nehmen, Mosel? Abschleppdienstbesitzer in Großstädten geben zu, manchmal den Polizeifunk zu hören, um schneller als die Konkurrenz am Unfallort zu sein. Foto- und Wortberichterstatter wissen es weitlich zu nützen, dass sie mit ihrem Gerät den Polizeifunk oder den Funkdienst des Deutschen Roten Kreuzes empfangen. Sie sind mitunter früher als die Polizei selbst am Ort des Geschehens. Familienväter finden eine amtliche Direktreportage weit aufregender als den besten Krimi. Aber wer weiß schon, dass dies alles verboten ist. Meine Herren, haben Sie schon mal den Polizeifunk gehört? Ja. Ja. Wissen Sie, dass Sie sich strafbar machen? Nee. Das ist Ihnen unbekannt? Hat Ihnen noch keiner gesagt? Nein. Und wenn Sie es jetzt wissen, jetzt werden Sie aber nicht mehr hören. Das ist ja nur Momentsache. Man kann ihn ja nicht immer hören, je nachdem, wo man fährt oder wo man steht. Und will sich einen Sender aussuchen, dann rutscht man schon mal rein. Und dann hat man drinnen Hirten natürlich, nicht? Der Präsident der Oberpostdirektion Koblenz findet das jedoch nicht so natürlich. Der Bundespostminister übt das Recht aus, Fernmeldeanlagen, darunter fallen auch Rundfunkanlagen, zu errichten und zu betreiben und verleiht die Befugnis zur Errichtung und zum Betreiben solcher Anlagen. Von dieser Berechtigung macht die Deutsche Bundespost auch ständig Gebrauch, gibt Ton- und Rundfunkgenehmigungen und teilt den Behörden und auch den Privaten bestimmte Frequenzen zu. So gibt es zum Beispiel den Hochsee, den Presse, den Sport, den Wirtschafts-, den Flugsicherungsfunk und schließlich auch den Polizeifunk. Die Empfangsanlagen sind für diese besonderen Frequenzen spezialisiert, sodass mit dem normalen Rundfunkgerät im Allgemeinen diese Nachrichten, also auch der Polizeifunk, nicht empfangen werden kann. Das kann allerdings beim Zusammentreffen besonderer Umstände ausnahmsweise doch einmal möglich sein. In einem solchen Fall dürfen die Nachrichten weder aufgezeichnet noch anderen mitgeteilt, noch für irgendwelche Zwecke verwendet werden. Es darf nicht einmal das Vorhandensein eines solchen Verkehrs irgendwie zur Kenntnis gebracht werden. Das ist in den Bestimmungen über den Rundfunk aus dem Jahre 1931 niedergelegt. Wer dagegen verstößt, wird nach dem Fernmeldeanlagengesetz auf Antrag der Deutschen Bundespost mit Gefängnis- oder Geldstrafe bestraft. Das gilt sogar für fahrlässige Handlungen. Die Post vertritt die Meinung, dass der Polizeifunk in neuen Geräten nicht mehr zu hören ist. Es ist jedoch ein offenes Geheimnis, dass gerade in bestimmten Apparaten der letzten Serien verschiedene Funkdienste empfangen werden. Für Bastler gar dürfte es überhaupt kein Problem sein, ein wenig nachzuhelfen. Wenn sich Mosel oder Peter melden, sollte jeder daran denken, Gefängnis droht beim Abhören.